Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Sozialdemokraten in beiden Teilen Deutschlands sind wieder eine Partei. Nach 44 Jahren der Trennung besiegelten heute die Bundes-SPD und die SPD in der DDR auf einem gemeinsamen Parteitag in Berlin die Einheit. Die 550 Delegierten aus Ost und West betonten den Anspruch der SPD, die Politik im Deutschland der 90er Jahre entscheidend zu bestimmen. Keine Partei habe so früh die neuen Aufgaben der Zeit aufgegriffen, keine andere genieße bei den Nachbarn Deutschlands mehr Vertrauen und keine habe mehr Erfahrung mit der sozialen Gerechtigkeit. Die SPD ist vom heutigen Tage an wieder, was sie seit über 100 Jahren hat sein wollen, die Partei der sozialen Demokratie für das ganze Deutschland. So beginnt das heute Abend verabschiedete Manifest der SPD-Einheit, das mit der Unterschrift des Ehrenvorsitzenden Willy Brandt wirksam wurde. Zuvor hatte neben den Bezirksvorsitzenden aus Ost und West auch Wolfgang Thierse, der neue stellvertretende Parteivorsitzende, das feierliche Dokument unter der Traditionsfahne unterzeichnet. Eine bewegende Szene, besonders für Willy Brandt. Liebe Freunde, damit ist die Einheit der SPD wiederhergestellt. Begonnen hatte der erste gemeinsame Parteitag der Sozialdemokraten in Berlin mit meist nachdenklichen Reden der Chefs zur Wiedervereinigung der erprobten und der noch jungen Partei. Die Ost-SPD, zunächst SDP, brauchte sich nicht zu wenden. Sie hat ihren Anteil daran, dass die Dinge in Deutschland zum Besseren gewendet werden konnten. Und sie führt die sogenannte Ost-SPD der Gesamtpartei moralische Kraft zu. Und dafür danke ich schon jetzt. Zu den durchaus zwiespältigen Gefühlen, mit denen die kleine und noch schwache Ost-SPD heute in der großen Westpartei aufgeht, ihr Ex-Vorsitzender Thierse. Ich rede, um uns aus dem Osten, aus der DDR, euch aus dem Westen, aus der Bundesrepublik verständlich zu machen. Ich denke nicht, dass wir aus der DDR mit gesenktem Haupt, also demütig, in die deutsche Einheit gehen müssten. Auch wir Ostsozialdemokraten kommen aufrecht zu euch, ihr Westsozialdemokraten. Und ich hoffe sehr, dass wir unsere Biografien künftig nicht werden verleugnen müssen. Die Linken in der bundesdeutschen SPD fürchten, wir seien Rechter. Und die sogenannten Rechten fürchten, wir seien Linker. Beide haben Angst, wir würden die gegenwärtigen Verhältnisse in der Partei verändern. Ich hoffe, wir tun es. Auf andere, eher wahltaktische Weise griff Hans-Jochen Vogel die Beitrittsnachdenklichkeit auf. Ihr kommt nicht als Bittsteller und ihr kommt nicht mit leeren Händen. Zwar bringt ihr im Gegensatz zu den Blockparteien, die sich dieser Tage mit der FDP vereinigt haben und demnächst mit der CDU vereinigen werden, kein Vermögen mit. Aber das ist gut so. Die anderen müssen sich dieser Mitgift schämen. Ihr könnt stolz darauf sein, dass ihr davon frei seid. Elegisch, mit Violinenmusik klang der Tag aus. Das Vereinigungsmanifest war heute zu feiern. Oskar Lafontaine, der Kandidat, und sein Wahlkampfkonzept stehen morgen zur Wahl. Die Auflösung des früheren Staatssicherheitsdienstes in der DDR muss nach Ansicht des künftigen Sonderbeauftragten Gauck nach der Deutschen Vereinigung verstärkt fortgesetzt werden. Wie Gauck heute in Ost-Berlin mitteilte, ist die Stasi bislang weder personell noch strukturell zerschlagen. So sei etwa die Hälfte der insgesamt 2448 verdeckt arbeitenden Stasi-Offiziere noch nicht enttarnt worden. Besonders in der Wirtschaft sei eine Unterwanderung zu befürchten. Alte Stasi-Seilschaften streben derzeit unerkannt neue Führungspositionen an. Bei der Übernahme ostdeutscher Betriebe führen sich viele westdeutsche Unternehmer nach den Worten des Präsidenten der DDR-Treuhandanstalt, Rohwedder, wie Kolonialoffiziere auf. Vor der Industrie- und Handelskammer Frankfurt erklärte Rohwedder heute, die ethischen Grundlagen der Marktwirtschaft hätten noch nie so sehr auf dem Prüfstand gestanden wie derzeit beim Zusammenwachsen der beiden Teile Deutschlands.
Zum ersten Mal haben sich heute Arbeitgeberorganisationen aus beiden deutschen Staaten zusammengeschlossen. Zum 100-jährigen Bestehen von Gesamtmetall traten in Berlin die regionalen Arbeitgeberverbände der DDR Metall und Elektroindustrie dem Westdeutschen Dachverband bei. Nach Auffassung von Gesamtmetall-Präsident Stumpfe sind auf absehbare Zeit gespaltene Tarifverträge in beiden Teilen Deutschlands unumgänglich. Straßenblockaden in Thüringen. Etwa 600 Menschen gingen heute rund um das Städtchen Heyerode auf die Straße, um gegen den Verlust ihrer Arbeitsplätze zu protestieren. Fast alle Familien in der Region sind von der Textil- und Bekleidungsindustrie abhängig. Über 5000 Menschen haben schon ihre Kündigung erhalten. Insgesamt sind 10.000 Arbeitsplätze gefährdet. Die Demonstranten forderten die Rücknahme der Kündigungen, Umschulung und den Aufbau neuer Produktionsstätten. Die Werteordnung des Grundgesetzes sollte nach Ansicht der katholischen Bischöfe aus der Bundesrepublik und der DDR Grundlage auch des vereinten Deutschlands sein. In ihrer Erklärung zum Abschluss der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda schreiben sie, Freiheit, Gerechtigkeit und solidarisches Miteinander seien unverzichtbare Grundlagen der Gesellschaft. Besonders heben sie den Schutz des ungeborenen Lebens und die veränderte Beibehaltung des Grundrechts auf Asyl hervor. Experten des Bundeskriminalamtes befürchten, dass mit Einführung der neuen 100- und 200-Markscheine vom nächsten Montag an Geldfälschungen und Betrügereien zunehmen. Viele Bundesbürger wüssten nicht, dass die bisherigen Scheine weiter gültig blieben. Der gesamte Umtausch soll 2 Jahre dauern. Das neue Geld rühmt sich, das sicherste der Welt zu sein. Technische Finessen sorgen dafür, wie das Wasserzeichen und der Sicherheitsfaden, auf dem noch einmal der Wert verzeichnet ist. Aber vor Missbrauch ist selbst dieses Geld nicht geschützt. Darauf wies heute das Bundeskriminalamt hin. Die Umtauschaktion, so befürchtet die Behörde, werden Trickbetrüger ausnützen. Die Angst in der Bevölkerung vor einer Geldentwertung und die Unsicherheit, wie lange das alte Geld noch gültig ist, kommt den Ganoven dabei zustatten. Sie treten als Falschgeldprüfer von Banken und Sparkassen auf, um irrtümlich ausgegebenes Geld einzusammeln. Oder es wird angeboten, die alten Noten noch schnell umzutauschen, bevor der Termin abläuft. Doch das Bundeskriminalamt machte unmissverständlich klar, dass trotz aller Fristen für die Ausgabe der neuen Noten das alte Geld gültig bleibt, Banken dieses Geld immer umtauschen, keiner Angst haben muss, zu spät zu kommen. Große Sorge hat das BKA vor einer Falschgeldwelle, denn die Ausgabe der neuen Banknoten zwingt Fälscher dazu, ihre Blüten in Umlauf zu bringen. Man geht davon aus, dass europaweit noch Millionenbeträge gebunkert sind. Die Kripo erhofft sich aber auch Fahndungserfolge durch das neue Geld. So rechnet sie damit, dass alte Noten aus bisher ungelösten Entführungsfällen wie Oetker und Schlecker auftauchen. Dieses Lösegeld könnte zu aktuellen Spuren führen.